Um einen weißhaarigen Mann zu zitieren. Sie ist wie ein französischer Panzer ohne Rückwärtsgang mit Plüschketten. Das hast du nicht genommen! Das Die Earls Mutter. Diesen Satz verwendete Dieter gestern Abend, wo er mich angerufen hat, um seine vollkommen durchgeplante und seit Wochen arrangierte Hochzeit bei mir noch einmal nachzubesprechen. Und ich ihn fragte, sag mal, wie würdest du deine Frau denn beschreiben? Da merkt man, wer die Hosen anhat. Ich bin hier weg. Hey, aber lass mich euer Fahrzeug noch segnen für die Fahrt. Nein. Bitte Gott, lass diesem wunderschönen teuren Hammer nichts passieren. Möge er alle Schuhe, die vom Himmel fallen, abweisen. Möge er Stoppschilder spalten wie Moses das Meer. Möge seine Vollkasko, möge das Vollkasko immer halten bleiben. Ich hab hier gerade einen Vorgast, der ist schon mal dehydriert, hat mir Nerven zusammen, liegt hier auf dem Boden. Und ich kann keine Rauchen, kein Arzt. Sag mal, sind Sie bekloppt, Sie sind fast über den Herrn drüber gebreddert! Glaube, es geht los, Alter, einfach was der in die Post ab. Tatsächlich waren wir gerade auch im Krankenhaus, aber irgendwie sind hab ich alle jetzt überfahren? Ausgelassen. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Sag mal, sind Sie bescheuert? Was ist denn los mit den Leuten? Der hat mein Taxi zu Schrott gefahren! Wer sind sie denn, welche Offizier da gefangen hat? Ja, die 45. Die 45, ich glaube, das muss ich mal weiter melden. Ich habe gerade schon die Leutstelle angeschrien. Ja, weil hier immer jemand reinbrettert. Nee, hier ist jemand rausgebrettert und der hat mein Taxi 5 Meter nach hinten geschleudert und ist einmal weitergebrettert. Da habe ich ihren Kollegen an der Leutstelle schon angeschrien, warum mich der Typ so aufgeregt hat. Jetzt, ich sag, er fragt, soll ich einen Kollegen vorbeischicken? Ich so, ja, machen Sie ruhig. Dann kann hier jemand aufpassen. Warum machen Sie brettern voll in mein Taxi rein? Oh, 3 Leute sind schon über meinen Kunden drüber gefahren. Es tut mir der Herr, geht's Ihnen noch gut oder muss ich einen Fisch mal holen? Alles für die Evans-Operer, was kann ich für Sie tun? Ach, Sie sind die Leutstelle! Ich bin gerade. Ich krieg zu viel! Bitte? Ah, wap, wap. Boah, body, da, da, wap, wap. Auf zur Apotheke! Wap. Oh. Ah! Ja, Sie müssen schon runterschlucken, die Spucke. Und nochmal. Lassen Sie das! Nicht ankotzen, meine Fresse. Nochmal. So, jetzt besser. Ich glaube, jetzt geht sie nur schlechter. Oh, Scheiße. Mann, nochmal! Ja, ich mach nochmal. Nein! Digga, ich geh mit dem Stall weg hier. So, einer müsste jetzt mal pumpen. Nee. Ja, doch. Hab's genommen und wurde auf dem Motorrad. Oh Gott! Nein, ich ruf die gleich zurück. Alles okay? Das gibt einen Strich. Das gibt's nicht. Scheiß die Wand an. Ich kann doch nicht einfach so eine Menschenmenge reinfahren. Ich bin ausgerutscht. Die Seite ist ausgebrochen. Sie sind ausgerutscht, sind Sie? So lange sind Sie gefahren und ausgerutscht, dass Sie da gelandet sind. Nee, das gibt 2 Striche. Da komme ich nicht drum rum. Das war schon sehr knapp. Also, Respekt. Wir waren gerade unsere Choreo am Üben und dann fahren Sie. Welche Choreo? Das ist der Auftritt. Jetzt ich sag mal so, tatsächlich, die Choreo, die funktioniert gerade nicht. Wir kriegen durchgehend Fieberkrim für den Waden, nicht? Ja. Dings, Victor, der Typ, der den Unfall mit. Ei. Oh, warum? Ich will mit dem Ding doch nicht fahren! Ich hol mal Mediziner raus. Fahrstunde. Dann gibt's kein Gehalt mehr, dann können alle Leute jetzt in Dienst. Ich muss aufhören, auf den Chat zu gucken!
Bin ich rechts ins Taxi? Sie wollten mich überfahren oder haben es fast getan? Die Verrückter mit schlappen Taxifahren. Das geht aber auch nicht, das ist ja gemeingefährlich. Geht er nicht mit schlappen Moped? Ja, aber das geht nicht. Ja, aber wissen Sie, ich auch gerne home und ich würde gerne nie wieder arbeiten in einem Taxi. Können wir heiraten, damit wir 50-50 machen? Ich heirate dich nicht. Was? Was? Wie du heiratest, Benni? Ist ja 10 weniger zum Verkaufen. Ja. Oder hat er gesagt, wie oft er dir welche gibt? Er hat gemeint, er könnte mir öfters machen, aber. Oh Gott. Was? Das musst du mir jetzt auch klären, Kira. Nicht in dem Sinne. Okay. Nein, er kann mir öfters mal was besorgen. Oh Gott, Alter. Aber. Nee, alles klar. Bis gleich. Ich bin, warte mal kurz. Bin ich schon Taxi-Angestellte? Praktikantin. Ich bin angestellt, ja. Rechts von uns. Da ist so ein Kleidungsladen. Da ist auch ein Autohändler. Genau, da müssen wir in die Richtung. Ich will hier gar nicht zum Autohändler. Wo will ich denn überhaupt hin? Zu dem, ja doch, zu dem Autohändler. Okay, dann fahre ich dahin. Jo, bis gleich. Ich sitze so mit dir im Auto. Ich bin zu viel, Leute. Du hast zu viel telefoniert. Ja. Bei Ronny habe ich geschrieben, fährt betrunken Taxi. Taxi. Wer ist denn Ronny? Ronny mit T, wie die Mayo. Nee, Tommy. Tommy, wie die Mayo mit Doppel M. Ronny mit T. Tommy. Tommy, wie die Mayo. Tommy, hier kommt der Genuss. Oh Gott. Genau das. Tommy. So, ich würde jetzt hier noch die Rechnungslachserei fertig machen. Habt ihr noch nicht immer die Lachs? Feierabend hier hin. Ja. Harald hatte ich mir auch irgendwas. Aber das mit dem Pilz kenne ich. Das ist Gott, wie eine Diät. Ne? Von einer wird man gar nicht satt, da brauchen wir meistens 2 oder 3 von. Dann kommst du mal ist rüber so. Hier. Ey, was ist hier Alter, schon wieder los, Alter? Das kostet übrigens. Ja, die sind noch nicht mal im Dienst. Das 1800 Dollar kostet. Ach Quatsch. Doch, Herr Schlich. Sie haben gesagt, Sie sind nicht im Dienst. Das war denn gefälligst. Ich bin im Dienst, aber ich habe noch keinen Zeit zum Toxi zu wechseln gehabt. Ich habe gerade gesagt, Sie sind nicht im Dienst. Ich fahre Sie zurück zum State, kein Problem. Dann fahren wir halt wieder hoch. Machen wir. Dann stelle ich Ihnen meine Rechtsberatung auch in Dings. Wieso drehen Sie sich jetzt wieder um? Ich stelle gerade eine Rechnung aus. Herr Schlicht, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Ja, wenn ich darauf rumgedacht habe, dann sage ich Ihnen Bescheid. Okay, tschüss. Jo, tschüss. Machen Sie auf? Sorgen Sie aus? Das nennt man Freiheitsberaubung. Nee. Dort nennt man, Sie sind angeschnallt und haben Sie nie abgeschnallt. Ah ja. Welcher Gegenstand wäre ich denn für dich? Und der Taku. Eine Schubkarre. Nein! Nein! Gut, dass ich vorgeguckt habe. Sonst hätte ich da jetzt ein Benzin reingeklatscht. Nein! Ich hasse mein Leben. Aber bitte nicht, dass es jetzt schon... Oh. Weil ich von Benzin geredet habe, weil ich das Wort Benzin benutzt habe, ne, war ich voll in Gedanken. Irgendjemand hat. Oder jetzt? Irgendjemand hat. Oh Gott. So, der Herr. Das war. Ach, come on. Ja, moin. Ja, dann mach ich auch, wenn ich ein. Oh, das ist doch nicht so schwierig für uns. Ah, verdammte Scheiße. Da fehlt ein Dicker. Bagley.
Ja. Oh, 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 oh nein! Oh, Scheiße! Oh, oh. Ja, fuck, aber... Oh. Mann, Buckley! Das ist deine Schuld! Ist deine Schuld! Deine ist Schuld ist das, du Arschloch! Das kriegst du wieder! Oh Mann, ey, ich wollte sie nicht treffen, so eine Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott!